Engagieren Sie keinen Verkaufstrainer, bevor er Ihnen nicht diese 5 Fragen beantwortet hat. Möbelhändler nehmen Verkaufstrainer oft wie homöopathische Pillen. Man glaubt halt irgendwie dran. Man weiß nicht, ob sie funktionieren, schon gar nicht, wie sie funktionieren. Probieren tut man es aber trotzdem. Immer wieder. Spätestens, wenn einem ein Bekannter wieder mal von den guten Ergebnissen vorschwärmt. Man hofft halt das Beste und hat auch irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Denn es musste ja mal wieder was getan werden für den Verkauf, oder? Diese wenig zielorientierte Art, Verkaufstrainer zu beschäftigen, ist der Grund, warum über 90% der Verkaufstrainings überhaupt nichts bringen. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, 7 Gründe, warum Ihnen Verkaufstrainings noch nie etwas gebracht haben, und er wurde mittlerweile über 4000 Mal von Möbelhändlern runtergeladen. Fehlende nachhaltige Resultate scheinen also ein weit verbreitetes Problem bei Trainings im Möbelhandel zu sein. Das liegt aber meistens gar nicht daran, dass Verkaufstrainer keine guten Ansätze vermitteln, sondern an der fehlenden Umsetzung. Wenn Sie das nächste Mal mit einem Verkaufstrainer reden, stellen Sie ihm folgende 5 Fragen. So können Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie mit der Maßnahme Erfolg haben. Das sind die 5 Fragen, die Sie Ihrem nächsten Verkaufstrainer stellen sollten. Erstens. Wie werden Sie den Erfolg der Maßnahme messen und definieren? Merke, wenn du etwas willst, dann miss es. Wenn du es nicht misst, vergiss es. Lassen Sie sich dabei nicht mit schwammigen Aussagen wie höher, besser, schöner, intensiver abspeisen. Auf die Aussage, wir sorgen dafür, dass die Beratungsqualität steigt, fragen Sie, wie werden wir bessere Beratungsqualität denn messen? Frage Nummer 2. Wo wollen Sie ansetzen, um die versprochenen Erfolge zu produzieren? Es gilt die Regel, wenn du das tust, was du immer getan hast, wirst du im besten Falle das bekommen, was du immer bekommen hast. Daher fragen Sie den Verkaufstrainer, welche konkreten Verhaltensweisen im Verkaufsprozess er wie ändern will. Wir bieten Ihnen eine Checkliste, mit der Sie Schwachstellen und damit auch die Potenziale im Verkaufsprozess Ihres Möbelhauses aufdecken können. Klicken Sie dazu einfach hier. 3. Frage. Wie sorgen Sie dafür, lieber Verkaufstrainer, dass die Verkäufer nach dem Training nicht nur mehr wissen, sondern ihr Verhalten tatsächlich verändern? Denn nicht, was wir wissen, macht uns erfolgreich, sondern was wir tun. Kennen ist nicht können und können ist noch nicht gleich tun. Fast alle Möbelverkäufer wissen, dass kann ich Ihnen helfen, eine blöde Art der Ansprache ist. Aber die wenigsten haben es geschafft, diese Erkenntnis in eine dauerhafte Verhaltensveränderung umzusetzen. Wenn der Verkaufstrainer Ihnen ein paar Tage Live-Coaching auf der Verkaufsfläche anbietet, denken Sie erstmal nach. Stellen Sie sich vor, dass ein Fußballtrainer nur einmal im Monat zum Spiel erscheint und dann durch die Gegend läuft und nur mit Spielern redet, die überwiegend keinen Ball haben. In der Umkleidekabine. Ein Verkäufer, der gerade keinen Kunden vor sich hat, ist wie ein Fußballspieler, der keinen Ball hat. Das bringt natürlich nichts, außer vielleicht miese Stimmung. 4. Frage. Wie sieht der Verkaufsprozess aus, den Sie bei uns einziehen wollen? Prozesse bestimmen Verhalten. Ihr Verkaufsprozess muss zu Ihrem Möbelhaus und zu Ihrer Verkaufsmannschaft passen. Lassen Sie sich nicht auf Einzeltrainings wie Einwandbehandlung, Abschlusstechniken, Fragetechnik ein. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Verkäufer nach zum Beispiel einem Einwandbehandlungstraining plötzlich sein Verkaufsverhalten in diesem Bereich verändert. Denn der Rest des Prozesses bis zum Einwand ist ja gleich geblieben. Er ist das ganze Verkaufsgespräch lang auf dem alten Autopilot und soll mit einem Mal den Autopilot ausschalten und eine neue Technik anwenden. Das ist wenig wahrscheinlich. 5. Frage. Wie sorgen Sie dafür, dass der Verkaufsprozess dann auch so umgesetzt wird? Mit neuen Verkaufsprozessen ist es wie mit Diäten. Fast jeder Ansatz funktioniert zunächst, wenn man ihn durchzieht. Sag, was du tust, tu, was du gesagt hast, überprüfe die Ergebnisse und verbessere sie dann. Das ist der Ansatz. Wie will der Trainer diesen Zyklus bei Ihnen umsetzen? Sag, was du tust, tu, was du sagst, miss es, verbessere es. Es klingt alles kompliziert, denken Sie sich jetzt vielleicht. Am besten fragen Sie auch nicht irgendeinen Trainer, sondern fragen Sie uns.
Unser Durchsetzungsprogramm und unser Club der Durchsetzer haben die Antworten auf diese Fragen schon eingebaut. Informieren Sie sich unter diesem Link oder machen Sie einen kostenlosen Telefontermin mit mir aus.